ganz zum Ende der Grundschulzeit stand natürlich für mich die Entscheidung an, nach der musikalischen Grundausbildung, welches Instrument möchte ich lernen. Und auch zu der Zeit zum Wechsel zur weiterführenden Schule muss es gewesen sein, dass ich meine ersten Besuche in der Deutschen Oper am Rhein hatte und in der Kölner Philharmonie, die mich tatsächlich unfassbar gefesselt haben. Also ich war hin und weg. Ich kann mich noch heute an das erste Konzert erinnern in der Kölner Philharmonie mit François Leleux, dem bekannten Oboisten, und dem Mozart-Oboen-Konzert. Und ich hörte ihn und dachte, wow, das will ich auch. Genau. Und meine ersten Opern waren Tosca und Don Carlos in der Deutschen Oper am Rhein. Das muss mit 10 Jahren ungefähr gewesen sein. Ja, also relativ früh. Meine Tante studierte damals in Duisburg und ging häufiger in die Oper und nahm mich dann eben mit. Und das waren so die Initialpunkte und Ereignisse, die in mir so ein Feuer entfacht haben. So, wo ich auch, ja, dann wirklich Lust bekam, mich mehr mit Musik zu beschäftigen. Also da ging es ganz stark und ganz schnell Richtung Klassik. Es war so, dass ich in der musikalischen Grundausbildung eben dann unterschiedliche Instrumente mit der Zeit ausprobieren konnte. Und wie es der Zufall nun mal so war, war es bei der Oboe der Fall, dass ich die einzige in der ganzen Gruppe war, die überhaupt einen Ton aus diesem Instrument bekommen hat. Und das hat mich so begeistert, dass ich dann direkt Oboe lernen wollte. Und weil das ja auch nicht so das beliebteste Instrument unter den Beginnerinstrumenten ist, wie Querflöte oder Geige, also nicht so ganz gängig, gab es natürlich auch direkt einen freien Platz. Ich kam also nicht auf die Warteliste und somit konnte ich direkt ja, mit dem Instrumentalunterricht Oboe starten. Und das war für mich wirklich ganz besonders. Also das war dann schon so, dass es auch wirklich sich auf die Klassik fokussierte. Ich habe natürlich nebenbei auch über meine Mutter noch ja, eher so die Popmusik der Generation meiner Mutter auch gehört, muss ich sagen. Also das war dann tatsächlich auch eher Peter Gabriel und Sting und Pink Floyd. Weniger die damals so ja, gängige Popmusik wie, was waren das? Backstreet Boys und sowas, Spice Girls, das interessierte mich alles überhaupt nicht. Das war nicht mein Genre und konnte ich mich auch gar nicht mit identifizieren. Ein Schlüsselerlebnis. Und ich glaube, das hat auch mit meiner Herkunft zu tun. Denn vielleicht, um den Hintergrund verstehen zu können, muss ich einmal so ein bisschen ausholen. Es ist so, dass meine Mutter als alleinerziehende, freischaffende Künstlerin, unverheiratet, im streng katholischen Rede mich zur Welt brachte und natürlich auch immer sehr kritisch beäugt wurde, weil es sich damals nicht gehörte, unehelich, Kinder in die Welt zu setzen, dann sich auch noch dafür zu entscheiden, nicht 40 Stunden die Woche einer Arbeit zu folgen, sondern sich dafür zu entscheiden, als Mutter auch die Verantwortung für die Erziehung eines Kindes zu übernehmen. Und weil es sich nicht gehörte, eben ja, ganz in ganz freiem Stil sich künstlerisch kritisch zu artikulieren, gesellschaftskritisch. Und ich somit das natürlich unbewusst auch als junges Kind, glaube ich, immer gespürt habe. Und für mich, dass diese Teilnahme und diese Teilhabe am Orchestermusizieren und an den ersten Auftritten, wo wir dann als Klangkörper auf einer Bühne standen und beklatscht wurden, wo ich meine ersten Soli hatte in irgendwelchen Orchesterwerken und dann hinterher vom Dirigenten beglückwünscht wurde, mir unglaublich viel zurückgaben, was Anerkennung angeht. Und das für mich auch zunehmend ein Kanal wurde, auf dem ich mich ausdrücken konnte, auch mit meinen Emotionen und mit meiner Art der Sprache, die ich für mich entdeckt hatte, nämlich die Musik. Durch diese Teilnahme an Jugend musiziert, hinterher die Möglichkeit hatte, am Landesensemble, das war jetzt die Junge Bläserphilharmonie, später auch das Landesjugendorchester,
aber zunächst die junge Bläserphilharmonie eben teilzunehmen. Und da hat sich für mich eine ganze Welt eröffnet, weil man natürlich mit diesen Klangkörpern auch die Welt bereist, sage ich jetzt mal. Und so war es wirklich. Also ich hatte auch unglaublich Glück, dass in den Jahren, wo ich dort teilgenommen habe, eben wir nach Singapur zur WASPI-Konferenz fahren durften und dort teilnehmen durften, dass wir eben nach China gereist sind, nach Italien, nach Norwegen, nach Österreich, natürlich auch viel im europäischen Raum, aber gerade diese Reisen auch ins Außereuropäische waren für mich unfassbar bereichernd. Und diese Facette, dass ich eben in diesen Klangkörpern auch für mich quasi meinesgleichen gefunden habe, hat sich durch diese Landesensemble nochmal intensiviert. Und tatsächlich war es auch irgendwann so, dass ich gefühlt oft von Ferien zu Ferien gelebt habe, weil natürlich in jeden Ferien dann auch Arbeitsphasen waren der Ensembles, wo ich dann teilnahm. Und das für mich unglaublich bereichernd war, auch auf einem ganz hohen Niveau musizieren zu dürfen, mich selbst immer wieder aufs Neue herausfordern zu müssen. Denn ich war damals schon verhältnismäßig jung. Und es ist schon auch so, dass ich nicht in allen Punkten total fit war. Also so Dinge wie Staccato oder dann gerade in der jungen Bläserphilharmonie, wo man dann ja im Prinzip auch oft so eine Streicherrolle oder Stimme einnimmt. Diese schnellen Läufe, wow, das war Überforderung pur. Aber ich habe es als Herausforderung angenommen. Und es hat unglaublich, ja, Spaß gemacht und es hat mir auch einen unglaublichen Entwicklungsschub gegeben. Ja. Es gab eine Band, zu der ich mich allerdings nicht so ganz berufen fühlte, da ich ja Oboe spielte und die Oboe und Popmusik oder eben Jazz irgendwie nicht so ganz leicht übereinander gingen. Und von daher war das für mich eigentlich gar nicht so die Frage, dort zu versuchen mitzuspielen. Also das schloss ich etwas aus, zumal ich auch ehrlich gesagt schon damals sehr ausgelastet war, eben durch diese Bestrebung dann auch Jungstudium aufzunehmen und durch die Teilnahme an den Landesorchestern war ich für mich ehrlich gesagt so voll und ja, auch irgendwie zufrieden mit dem, wie es war, dass eben Schule Schule war und mein Musikleben, dass es für mich nicht weiter schlimm war. Für mich war klar, dass ich zunächst Instrumentalpädagogik studieren möchte. Das heißt nicht die künstlerische Ausbildung, sondern eben die pädagogische Schiene. Zum einen, weil es natürlich auch im Umfeld immer wieder Stimmen gab, die sagten, studier was Vernünftiges, damit du hinterher davon leben kannst. Und ich mich natürlich auch oft selbst hinterfragte, kann ich nachher von der Musik leben? Und natürlich auch vor dem Hintergrund, dass meine Mutter freiberuflich unterwegs war als bildende Künstlerin, ich wusste, wie schwer das ist, eben damit auch hinterher sein Brot verdienen zu können. Und es mir schon auch wichtig war, eine Perspektive zu haben, wo ich eben nicht nur freischaffend tätig sein kann, sondern eben auch die Möglichkeit habe, angestellt zu werden. Ich habe dann mein Instrumentalpädagogik-Diplom abgeschlossen. Und für mich war klar, dass ich mich musikalisch nach diesem Abschluss noch weiterentwickeln möchte. Ich habe auch in den Jahren bei Michael Niesemann eine unglaubliche Entwicklung durchlebt. Auch was meine Persönlichkeit und meinen Charakter anging, wurde ich in der Zeit auch durch ihn nochmal sehr bestärkt, auch den Mut aufzubringen, zu sagen, hey, ich möchte eigentlich noch weiter lernen, mich künstlerisch, musikalisch auf der Oboe auszudrücken. Und somit war es so, dass ich dann tatsächlich auch nahtlos die Aufnahmeprüfung absolvierte für den Orchesterstudiengang in Dortmund am Orchesterzentrum, um eben dann nochmal für das Orchesterspiel mich weiter auszubilden und zu entwickeln. Für mich hat sich schon während des Praktikums herausgestellt oder herauskristallisiert,
Und auch natürlich durchs Studium, wo ich nochmal sehr an meine Grenzen kam, dass ich wahrscheinlich keine Orchestermusikerin werden würde. Das aus mehreren Gründen. Zum einen, weil ich erfahren habe, wo meine körperlichen Grenzen liegen. Ich hatte leider etwas Probleme mit meinem physiologischen Apparat, also das Blasinstrumentenspiel und insbesondere das Oboespiel ist nicht ohne, was so die körperliche Belastung angeht. Und somit bin ich auch gerade beim Strauß-Solokonzert immer wieder an meine körperlichen Grenzen gestoßen, wo ich immer wieder gemerkt habe, Mist, ich komme nicht durch dieses Stück, egal wie viel ich übe, ob ich 6, 7, 8 Stunden am Tag übe und wie viel ich mich selbst konditioniere und trainiere. Irgendwie ist da so eine magische Grenze, die ich nicht überschreite, wo ich nicht drüber komme. Und für mich war da schon auch so ein bisschen die Skepsis, ja, ist es dann das Richtige ein Leben lang, quasi an so einer Position zu sitzen, wenn ich eben auch einfach körperlich Grenzen mitbringe, die es mir dann vielleicht schwer machen. Das Schöne ist, dass man im Kulturmanagement oder in dem Bereich, in dem ich tätig bin, ganz nah an der Musik dran ist, nach wie vor. Und diese Musik mitzuerleben und mitzugestalten und auch mitzuermöglichen, ist für mich ein ganz großes intrinsisches Anliegen, weil ich ja selbst damit groß geworden bin und ich mich so stark damit identifiziere, dass ich auch immer das Bedürfnis habe und da die Lust verspüre, anderen Zugang dazu verschaffen und das auch anderen zu ermöglichen, diese Freude, diese tollen Momente zu erleben, sei es jetzt als Zuhörer und Rezipient oder sei es als selbst aktiv Ausführender oder Erfahrener.